Windkraftversorgung hinbauen? Passt du aufs Dach? Gehst du aufs Dach? Nein, geht nicht. Ich muss dich immer auf so einen Boden bauen, ne? Das finde ich doof. Ich dachte, ich könnte die echt auf Dächer platzieren. Dann machen wir es ganz anders. Wie viel Kupfer haben wir noch? 180. Okay. Wir bauen dann hier nochmal so einen hin. Dann kommen wir jetzt zu den Schaltern. Gibt es hier noch einen hohen? Nein. Dann nehmen wir dich mal. Also, wir bauen erstmal hier einen hin. Dann bauen wir hier einen hin. Dann verbinden wir mal erstmal den mit. Ach komm, okay, dann verbinden wir den. Ups. Den erstmal. Ja. Den erstmal mit dem. Den mit dem, was nicht geht. Also müssen wir den noch mal ein paar Zentimeter hier hin pflanzen. So. So. Jetzt gibt es keinen Grund, warum das nicht gehen sollte. Sage ich doch. Und damit das auch hier alles optimal funktioniert, verbinden wir den jetzt noch mit. Na? Ja. Mit dem. So. Und jetzt brauche ich nur noch. Eins machen wir mal hier einen hin und dann setzen wir hier einen hin. So. Den verbinden wir mit dem, den verbinden wir mit dem. Okay. Jetzt kommen wir zur ersten Licht. Quelle. Funktioniert. Was haben wir hier hin? Hier haben wir noch gar nichts hingebaut. Und hier brauchen wir was Schönes an der Wand. Schicke Wandlichter. Ich glaube aber, die machen nicht so viel Licht. Aber für hier reicht es, glaube ich. Ja. So. Mei, hier würde ich auch langsam gerne wohnen. Sieht richtig schnieke aus. Der hat ja dieses Blau-Weiß-Fleck. Daher passt dieses Bild optisch am besten hier rein. So. Was machen wir mit dir hier? Du hast ja noch gar nichts. Und nee, gefällt mir alles nicht so. Das sind diese extrem hellen. Das ist, glaube ich, ich weiß es nicht. Ist das zu hell oder nicht? Das ist ja die Außenbeleuchtung. Die kriegt ihr ja alle. Bam. Bam. Und bam. Und bei dir da drin, also du machst mir noch Probleme. Alles andere finde ich irgendwie zu hell, daher kriegst du einfach nur den popligen Ventilator, wenn der sich drehen würde. Was tut er? So. Du hast dein Bett. Was machen wir denn hier? Was haben wir denn noch an Tischchen? So eine Kommode. Dem stellen wir mal hier so eine Kommode hin. Vielleicht. So.
Und der kriegt noch so einen Stuhl. Wir haben hier die schönen Stühle. Machen wir das mal so. Einer kommt dahin, der andere kommt dahin und er kriegt noch diese Tischvariante. Ich weiß gar nicht, reicht das jetzt hier so? Ich bin irgendwie, ich brauche mehr Platz. Geht das? Ich glaube, der ist zu klein, oder? Mal gucken. Nein, passt. Ich finde es schön. Ich finde es schön. Nein, wir gehen zu Dekoration. Und ja, da dürfte der hinpassen. Schön. Und nee, wo haben wir denn jetzt die Kerze? Weiter vorne, ne? Ja. Ich bin am Überlegen, ob wir sagen, wir stellen ihm einfach doch mal da so die Kerze hin, ein bisschen weiter nach hinten. Ich glaube, das geht. Das ist dann schön dunkel. Der hat da seine Ruhe. Ich glaube, das geht. Das sieht alles sehr gut aus. Mir gefällt's, mir gefällt's. Türen, 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 Türen. Was haben wir denn? Also, wir haben einmal diesen jungen Herrn. Haben wir vielleicht saubere Türen? Natürlich nicht. Okay. Diesen jungen Herrn, der steht ja so auf Blau. So, was haben wir hier für eine Anordnung? Ach, das ist. Was soll's? Der kriegt die rote nochmal. Und du, ihr seid relativ neutral. Ihr kriegt die weiße mit Fenster. So. Essen. Den fällt eindeutig noch ein bisschen was zu essen. Und da denke ich mal. Ich habe da vielleicht, ich bin mir nicht sicher. Eins, zwei Ideen. Und zwar, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Ich glaube, das war hier hinten bei den Ressourcen. Jawohl. Dann machen wir das nämlich jetzt mal. Bam. Und ungefähr so. Soll ja auch nach was ausschauen. Wir haben nämlich so viel Tato. Hier Mutterbeeren. Dann machen wir doch hier so eine Mutterbeerenplantage. Vier Stück kriegen wir hin. Und dann machen wir das auch. So, eins, zwei. Drehen wir die doch noch mal ein bisschen, damit die ein bisschen anders da ausschauen. Nein. Ja. Gut. So, dann würde ich mal sagen, hier passt zu essen. Pass mal auf. Hey du. Keine Ahnung, wie viele Blasen ich habe. Ja, dann Ich will nur ein bisschen handeln. machen wir das mal so. Pass mal auf. Und zwar habe ich hier irgendwo unter Kleidung. Den da. Und dann rüsten wir dich aus. Und dann darfst du, wenn ich weiß, wo lang. Pass auf. Versorgungsrouten. Und zwar haben wir jetzt, der kann man nach Kinderkrippe Green Top. Finde ich eine gute Idee. RB,
Kinderkrippe. Jawohl. Bestätigen. Sehr schön. Dann ist der versorgt. So. Was sind das eigentlich für Gerüste? Okay. Ach so. Okay. Ich dachte, man könnte ja richtig schön große Gerüste bauen. Ah, okay. Das sind dann... Okay. Ich verstehe. So. Ich denke mal, so weit... Oh. Sollten die da drüben auch ihre Türen bekommen. So, dann bekommst du eben diese eine schöne heile Glastür. Und ach komm, was soll's, du kriegst sie auch. Sehr schön. Ihr lasst eure Türen immer offen. Okay. Haben wir hier einen, der denn schon dafür zuständig ist? Ja. Okay. Dann gehen wir einmal nochmal in die Werkstatt, holen uns das aufbereitete Wasser mal raus. Transfer. Wo ist denn das ganze aufbereitete Wasser hin? Hm. Leute, das finde ich jetzt hier nicht witzig. Irgendwie hat keiner von denen mein Wasser. Gut speichern. Oh. So, was haben wir? Ach Gott. Ach Gott. Jamaica Plain. The Hangman's Alley. Abgeschlossen. Okay. Oh Mann. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde hier gar nicht fertig. Sunshine Tidings Corporation. Die haben überhaupt kein Wasser. Also heißt es dahin reisen. Wieso haben die kein Wasser? So, wie geht's euch hier so? Zehn. Was hatte ich nicht erwartet? Was hattest du nicht erwartet? Naja. 17 Essen, 12 Wasser, 3 Energie. Euch fehlen Betten. Euch fehlen Betten. Okay. Da haben wir auf jeden Fall ein paar Betten drin stehen. 1, 2 mit diesem. Mit der Leiche. Okay. Was haben wir da oben noch? Haben wir da oben noch Betten stehen? Mal kurz dahin. Ein Bett, da können wir noch mal eins dazu stellen. Stellen wir noch mal, passt da noch eins rein? Ja. Machen wir mal ein bisschen hier. Darfst du dich gerne dahin stellen? Pass mal auf. Zuweisen. Das ist dein Bett. Okay. Bitte. Gut. Dann haben wir das. Das war das ja von eben, ne? Bin ja. Nein, ja. Oh, irgendwie Frosch im Hals. So, was haben wir denn hier? Haben wir ja schon. Hier haben wir schon. Das lassen wir mal. Moment mal, das eine war hier wohl kaputt. Der eine Stuhl. Ja. Dann braucht er auch nicht hier zu sein. So. Oh, die sind so riesig, die Fläche hier. Ist einfach so riesig. So, was haben wir hier? Kann ich dich denn irgendwie... Nein, dich kann ich nicht verschrotten. Dich drehe ich mal ein bisschen hier hin. So, warum entsorgen, wenn es schon da ist? Stellen wir hier nochmal eins hin.
Und stellen wir hier noch mal einzeln. Noch schon mal 13 Betten. Naja, dann ist es auf jeden Fall. Komme ich? Nein, ich will hier doch irgendwie mal per Abkürzung raus. Danke. So. Dann haben wir hier ein bisschen Leben. Und das Einzige, was ich dann. Oh, das ist die kaputte Hütte. Das Einzige, was ich dann irgendwann nochmal bräuchte, wäre ein bisschen mehr Beton. Dann würde ich das hier alles mal ein bisschen abdichten. Ah, raus mit dir. Wenn du arbeitest, kannst du essen. Ja. So einfach ist das. Komm mal mit. So. Dich möchte ich gerne. Ach. Nein. Ach, dann bleib doch hier liegen. Ist mir egal. Wir müssen hier nur noch ein paar Betten bauen. War, komm, was soll's. Wir brauchen nämlich 3 Betten noch. 1. Dann machen wir hier nochmal irgendwie. Ach. Schlimm, wenn man sich nicht entscheiden kann. So. Das drehen wir dann nochmal. Und dann bauen wir hier nochmal so ein Bett hin. Warum hatten die schon? Ja, die hatten schon ein bisschen Energie. Das weiß ich nicht, hier war ich ja auch schon gewesen. Ja. Aber da passt hier noch eins hin. Was machen wir dann jetzt auch? So, und dann haben wir das erstmal erledigt. Jetzt muss ich mal gucken. Kann ich denn schon irgendwo was dicht machen? Zum Beispiel, wenn ich dieses hier wegreiße und mir dann Holz, Mist, Wände, nein, ja, nee, wie viel Beton haben wir denn? Oh nein. Dann kriegt ihr hier diese Schrottzäune. Das muss dann erst einmal reichen. Zwar nehmen wir mal den. Kriegen wir den hier irgendwie angebaut? Ja, so machen wir mal so. Dann wäre schön. Also das muss ich sagen, das wäre schön, wenn diese Dinger noch aneinander docken würden. Irgendwie. Dann hat man nicht dieses ewige Gefummel. So, einen zweiten kriege ich natürlich dann nicht mehr hin. Ach, Manu. Okay. Wir schieben den mal ein bisschen weiter runter. So kriege ich den so nah wie möglich ran. Der schwebt jetzt, aber das ist mir gerade Wumpe. Den hier. Natürlich, wenn es geht, ein bisschen höher. So. Und dann wäre es schön, wenn jetzt noch einer ein ähnlicher ranpassen würde. Muss nicht mit Stacheldraht sein, aber dadurch, dass diese weiten Füße da sind. Jetzt dreh den Füßen nach außen. Warum? Ich habe auch nichts, was dann dementsprechend da passen könnte. Diese Variante. Na gut, jetzt kommt hier auch
keiner mehr durch. Ja gut, dann lassen wir es erstmal so. Ist nicht schön, es funktioniert aber wenigstens. Ihr habt Essen, ihr habt Wasser. Ich glaube, ich pflanze euch noch mal ein paar Sachen hin. Und zwar habt ihr da hinten eure Plantage. Und man könnte sagen, wir setzen hier noch mal eine Plantage hin. Genug mussten wir haben, 81. Setzen wir doch hier noch mal welche hin. 1, 2, 3, 4. Mal ein bisschen runterkommen, dann machen wir nochmal hier drüben. So. 1, 2, 3 und 4. So. Ich glaube, das könnte gut werden.